Und damit recht herzlich willkommen zum Angezockt von Darksburg. Zero ist auch mit dabei. Hallo, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Immer wenn du anmoderierst, kriege ich instant das Bedürfnis, dir dazwischen zu quatschen. Ich muss mich immer zusammenreißen, es nicht zu. Warum kriegst du dieses Bedürfnis? Ich weiß es nicht. Ich denke mir so, er macht die Antwort. Ich muss dazwischen quatschen. Nein, darf nicht. Ich muss widerstehen. Muss reden. Ja, so nach dem Motto, ne? So dazwischen quatschen. Tu es, nein, tu es. Ich will aber nicht, du musst. Nein, lass mich in Ruhe. Und sowas. Okay. Recht im Kolum. Ja, Zero hat mir den Key für dieses Spiel gegeben. Wir sind in der Closed Beta, glaube ich. Ja. Und Zero gibt uns jetzt ein paar nützliche Tipps über dieses Spiel, beziehungsweise erzählt uns ein wenig was darüber. Darksburg ist ein Spiel. Etwas mehr im Detail? Es ist ein Videospiel. Noch ein bisschen? Ein Videospiel, was du spielen kannst. Zoom mal 500. Okay, also Darksburg ist ein Koop-Action-Survival-Spiel aus der isometrischen Perspektive, also der Draufsicht fast schon, diese Schrägdraufsicht, kennst du? Ja. Ja, und also es gibt da mehrere Modis, das werden wir gleich auch näher sehen, es sei denn, du bist schon auf Play gegangen, aber ich hoffe nicht. Nein. Und zwar gibt es einmal diesen normalen Modus, wo man bis zu 4 Leute oder weniger als 4 und dann sind da NPCs auch noch mit dabei. Als Helden, also es gibt verschiedene Helden, gegen Horden von Zombies ankämpfen. Und dann mussten die von einem Dings zum anderen laufen, zu einem oder zu anderen, oder verschiedene Aufgaben auf so einer Map erfüllen. Und um da halt zu überleben. Ähnlich wie bei Left 4 Dead, bloß halt nicht aus der Ego-Perspektive. Und dann gibt es noch einen anderen Modus, wo 4 Helden im PvP gegen 4 Bösewichte, böse Zombie-Meister-Typen antreten. Also sind auch so Helden, aber die bösen Helden. Also Bösewichte. Okay. Ja. Also ansonsten vom Kampfsystem her ist es so ähnlich wie Diablo, halt mit dieser Schrägdraufsicht. Du hast deine Skills bei deinem Helden, die du einsetzt und kannst neue Skills freischalten oder so. Und dann tötest du sie einfach alle. Dann probieren wir es doch einfach mal aus. Was hältst du davon? Drücken auf Play. So, createst du ein Game? Ich create und lade dich eventuell nochmal ein. Was machen wir denn? Co-op Survival versus Survival? Oder Last Stand? Ja. Lass mir gerade lesen. Überlebe die Infektion mit deinen Freunden bis zu 4 Spieler. Das klingt doch eigentlich gar nicht gut. Genau, das ist gegen die NPCs dann so gesehen. Ja, das da ist, Versus Survival ist dann gegen andere Spieler. Ja, bis zu 8 Spieler. Und Last Stand ist halt auch gegen NPCs, aber man muss da mehrere Wellen überleben. Ja, ich wollte sagen Co-op Survival, oder? Ja, machen wir erstmal Co-op Survival. So, was nehmen wir da? Level Schwierigkeitsgrad zwischen Discovery und Nightmare. Wo sind wir da? Wo siehst du uns? Ich sehe uns im vorderen Mittelfeld. Also auf Hard? Ja. Oder normal? Ich weiß nicht. Ich also bin Discovery, auch kein Weichei. Discovery ist das Weichei. Dann gibt's normal, dann gibt's hart und dann gibt's Nightmare. Also wir können hart machen. Ja komm, wir sind keine Weicheier. Und uns, okay. Uns soll hier keiner nachsagen, dass wir Weicheier sind. Kann es sein, dass das Spiel in Frankreich entwickelt wurde? Das kann, weiß ich nicht, das ist von denselben Entwicklern, die Evoland gemacht haben. Und Evoland 2. Da weiß ich nicht, woher die kommen, weil ich sehe hier bloß Dr. Evelini Gilles Lombert oder Lombert. Okay. Lomberto. Okay, Terracotta kann alles sein. So. Warrior Tricks, Honey, Rose, Moustache. Soll ich Public oder Only Friends machen? Only Friends, wir machen das zu zweit. Okay, also wollen wir auf der Farm, am Hafen oder auf dem Marktplatz? Also ich weiß, wie wohl du dich am Meer fühlst. Ja, klar. Dementsprechend vielleicht der Marktplatz? Ja, okay. Ich hätte auch gesagt, Marktplatz oder Farm.
Also, mir ist es egal. So, ich hab created. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, hier kann ich dich einladen. Ich sehe dein Spiel derzeit nicht. Ne, warte, invite friend hier. Nehme ich dich mal mit rein. Hab dich eingeladen? Ich habe nichts erhalten. Auch nicht in Steam? Ich guck mal, doch, in Steam habe ich was erhalten. Da bist du drin. Ich weiß bloß nicht, ob die Zuschauer jetzt das Overlay gesehen haben. Ansonsten legst du da was drüber. So, und jetzt musst du erstmal dann einen Survivor über auswählen. Okay. Ja. Wir haben die Wahl zwischen Abigail, der Nonne, Rose oder Rose. Ja, Rose. Rose, die sieht ein bisschen nach Krawallmacher aus. Ja, und die hat ja ihre Wüstenrennmaus Twig dabei. Ah, dann haben wir noch Runolf, das ist der Weihnachtsmann. Und Rarek. Ein Groß. Rarek, denke ich mal wieder gesprochen, oder weißt du das? Rarek, ja, Rarek. Genau, also Abigail ist. Hier kann man auf Twitch. Compassionate up to a point. Steht bei ihr. Sister Abigail, der Nonna. Ja. Der Runolf ist. So ein Innengasthausbesitzer, Koch und Kopfeinschläger. Ja. Wilder Wolfman. Und des Mannes bester Freund. Ja, das passt auch. Natürlich. Und Rose, cracking nuts and talking names. Also, taking names, ja. Ja. Dann, Was heißt das auf Deutsch? Wie übersetzt man das? Taking names, nicht talking names. Ich dachte. Taking names. Ich dachte, das wäre beleidigen, Spitznamen geben. So. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Cracking nuts ist ja eigentlich Rätsel lösen. Echt? Nicht in die Eier treten? Das könnte auch sein. Kommt auf die Definition an. Naja, ich nehme auf jeden Fall Varak. Natürlich. Perks habe ich leider noch keine. Aber ich muss ja hier als der einäugige Wolf rumlaufen. Die Frage ist, wen nehme ich? Ich finde Sister Abigail eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht. Rose ist auch nicht schlecht. Aber so Armbrust-Schwertkämpfer. Runolf? Das ist schwer zu sagen. Ja, also die Damen hatten es mir auch angetan. Ja, ne, die sind nicht schlecht. Kann man hier. Ja, komm, nehme ich einfach mal die Rose. Okay. Dann machst du Fernkämpfer und ich bin ja hier offenbar mehr so auf Defense getrimmt. Ja. Die sind beide noch Level 1, weil wir noch nie gespielt haben. Ja. Und daher können wir auch noch keine Perks auswählen. Die gehen erst auf Level 2, 4 und 6 kriegen wir jeweils einen Perk. Ja. Dings freigeschaltet. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Also gut zu wissen, wir noch. Deine Skills sind Q, W, E und R. Ja, ich guck kurz nochmal, dass die Aufnahme läuft. Ja, sie läuft. Ja. Wo R halt deine Ulti wahrscheinlich ist, weil die so gelb ist. Ja, ich habe das Gefühl, Zero ist ein bisschen lauter, als er sein sollte. Ich drehe euch ein Stück leiser. Soll ich wieder flüstern? Nee, bitte nicht. Ich habe dich jetzt einfach mal auf ein bisschen leiser gedreht. Also da wir ja nur zu zweit sind, kriegen wir jetzt noch zwei NPC-Partner dann, ne? Ja. An die Leine, Angel, whatever. Deswegen, wir starten einfach mal. Ich glaube, du musst auch noch ready machen? Nee, der startet schon, okay. Ich glaube, bewegen tut man mit rechts klicken, glaube ich. Wie bei Diablo. Ah, okay. Ich dachte, WASD. Nee, weil W ist ja auch ein Skill. Den du einfach Q, W, E, R. Ah, nee, linke Maus, das du bewegst. Ah ja, das ist. Oder rechte auch, geht weiter. Ja. Okay, und linke Maustaste auf einen Feind ist dann, denke ich mal. Nee, rechte. Ah, rechte Maustaste auf einen Feind ist angreifen. Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja, also ich kenn's halt schon, weil ich ja recht viel Diablo und so gespielt habe. Aber ich finde, da kommt man aber auch schnell rein. Ja, ich denke auch. Was kann ich denn? Ah, ich kann zubeißen. Du hast so ein riesiges Schild, ne? Ja, das ist meine E. Da kann ich hier so. Ah, wenn ich E gedrückt halte, kann ich hier shielden. Ich bin gerade irgendwie eingeschlafen. Was kann ich denn hier? Was habe ich denn hier auf. Fuck, raus da! Ah, okay. Mit Q
Fuß springe ich irgendwo hin. Das bedeutet, ich bin quasi eure Verteidigungslinie und kann euch im Zweifelsfall irgendwie Schutz geben. Wieso der Tank, ne, wisst ihr? Ja. Ich habe eine Bandage aufgehoben, auf T kann ich die benutzen. Okay. Schreib mich mal. Hier oder ist. Oh, ich dachte, der wäre stärker, aber ich habe ihn gerade umgebracht. Ja, ich dachte auch, das wäre so ein großer. Das sieht so aus. Okay, ich habe nicht mehr ganz so viel Leben. Was kann ich denn noch? Ah. Mein W-Skill heißt Furball of Death. Also Fellball des Todes? Ja, oh, hier hinter mir ist einer. So ein großer. Ja, ich block gerade die Speerwerfer. Ja, Fellball des Todes. Ja, da fliegt halt meine Wüstenrennen aus. Hilfe, ich sterbe gerade. Ich bin tot. Ich bin auch gleich tot. Ja. Help. Help. Ja, wir sind alle gerade gestorben. Lebe ich? Oh, ich lebe wieder. Ich versuche mal irgendwie Platz zu machen und dann. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Okay, vielleicht ist hart doch ein bisschen hart. Vielleicht für den Anfang. Aber jetzt aber weiß ich ja, dass ich hauptsächlich als euer Schutzschild da bin. Ich habe ganze 38 Ready for next EP. Game, komm. Ja. Wir haben ganze 38 EP. Will ich sie überhaupt nochmal spielen, die Rose? Weiß ich nicht. Oder will ich mal. Ja, doch, ich spiele sie nochmal, komm. Du musst noch einen auswählen. Oh, ich hab. Ja, komm, ich nehme den auch nochmal. Jetzt weiß ich ja, was ich tun muss. Ja, und ich sollte am besten vielleicht hinten bleiben, weil ich ja Fernkämpfer bin. Ansonsten wechsle ich mal zu Abigail. Guck mal, was die so drauf hat. Ja. Ja. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich hauptsächlich vor euch stehe. Ja. Und Schutzschild mache. Ah, nee, sowas macht er dann. Du springst so hin und her dann, oder? Ja, du musst nach vorne ranlaufen. Schilden werden wir dann hier. Warte mal, ne? Ja, ich. Ach. Entschuldigung. Ja, passt, passt. Das sieht auch ganz gut aus. Vorsicht, hier, komm, hinter euch. Ja, ja. Da hinten ist eine ganze Meute. Ja, ich mach da meinen Fürball des Todes mal hin. Ja, ich springe auch rein. So. Oh, hinter uns kommt wieder der Dicke und er hat mich. Verdammt. Danke. Ich versuche rauszukommen. Aber es sieht gerade nicht gut für mich aus. Oh, wo bist denn du? Warte, ich komm dir mal zur Hilfe. Ja, da muss man drauf achten. Bandage, F zum Aufheben und. Möglichst zusammen zu bleiben, weil sonst kann man halt so leicht entführt werden, quasi. Ja. Oh, ich hab ein Fass. Ach, cool. Ich würde mal drauf wetten, dass es in die Luft fliegt. Da kommt wieder ein großer. Ja. Ich hab T gedrückt. Ja, ist hin. Ja, aber wenn du Bandagen benutzen willst, also das dauert dann immer kurz ein Weilchen. Ja, ich wollte gerade das Fass benutzen. Ach so. Oh. Ohne Box. Cashbox. Und war da was drin? Also für mich nicht. Oh, für mich auch nicht. Warte. Oh, ich kann meinen Air-Skill benutzen. Oh. Meins ist gerade mal zum ein Drittel voll oder so. Oh, bin eingebettet. Muss man auch drauf achten. Es sind ja recht viele. Ansonsten habe ich noch so einen Fluchtskill, um so wegzuspringen. Oh, hinter uns! Was ist das? Ich versuch's zu blocken. Ich weiß nicht, ob man den blocken kann. Der sieht nicht wirklich blockbar aus. Ich bin auf. Oh, weg hier. Hinter mich! Okay, das ist echt ein richtiger Boss. Aber ja, doch, den kann man schaffen irgendwie. Auf! Schon wieder da. Wo bist du? Ja, Abigail macht. Ja, ich bin gerade auch am Sterben.
bin halt irgendwie eingepennt. Ah, super. Aup! Der hat mich hier in der Zange! Ja, ich bin auch hin. So, ein anderer hat mich erwischt. Moment, ich lebe. Hast du was zum Heilen? Nee, ne? Nee. Ah, scheiße. Aber ich kann zumindest blocken. Es hält nicht lange, aber... Oh, da. Nee. Ja, da hinten. Renn zu Abigail. Wie lebe ich denn wieder? Achso. Fuck, bin auch da. Schade. Vielleicht doch auf normal? Ich weiß es nicht. Hart ist halt richtig hart. Man sieht. Ja, also es hat Feuer. Ja. Also hart bleiben oder nochmal? Ach komm, wir schaffen das. Okay, warte mal, aber dann nehme ich, glaube ich, lieber mal Abigail zum Gucken. Soll ich mal Runolf nehmen? Könntest du, ja. Guck grad Another durch. Bro. Ja, Abigail ist irgendwie... Ich kann exorzieren als Ulti. Aha. Na gut, ich nehme sie mal. Ja, warum auch nicht, ne? Gucken wir mal, wie die Abigail so drauf ist. Ich hatte ja irgendwie so eine Art Ritterhelm oder so. Was die sich da so runterzieht. Tja, du bist hier die Nonne vom Dienst. Sister Abigail, wenn ich bitten darf. Der mit Sister meinem riesigen Kruzifix erschlage ich jeden bösen Einzel. Oh, hier gibt's noch eine Bandage, die man mitnehmen kann. Oh. Ja, einfach mal mit. So, was kann ich denn hier? Ich kann so einen Sprung. Ah ja. Ich kann euch heilen, glaube ich. Ich kann das hier aufstellen. Ich glaube, kann das sein, dass das auch heilt? Command attracting nearby infected. Aha, deals minor damage. Achso, nee, das lockt Tote an oder halt dann von uns weg. Je nachdem, wo ich es hinstelle. Das bedeutet, ich bin jetzt erneut eine Art Supporter. Ich bin scheinbar Damage Dealer-mäßig drum. Hab dich geheilt. Ja, gut, danke. Das ist vielleicht ganz gut, wenn der in Heiler nicht in NPC spielt. Ja, gut, er ist halt ein Koch, ne? Da hätte man sich denken können, dass er heilt. Ich geh mal rein hier. Ja, wenn du Schaden nimmst, mache ich dich danach wieder fit. Das geht eigentlich schon. Die fühlt sich besser an zu spielen, kann ich jetzt schon sagen. Oh, Rose ist angeschlagen. Ich hab das Ding. Was ist das? Oh. Ups. Achso, man muss das. Achso, vielleicht hätte man das Explosionsfass dafür nehmen können. Ja. Eigentlich wollte ich das Rose gehalten. Oh, der Executioner ist wieder da. Oh, ja. Bin unterwegs. Hab ihn. Oh. Ja, schnell. Ah, ich kann auch so einen Charge machen. Also das hatte jetzt echt schon... Das war gemein. Ja. Wir stehen da zu viert um einen Typen rum und kloppen auf den rein. Wenn man uns normal sehen würde, müsste man die Polizei rufen. Ja, doch, das geht schon. Sind ja Zombies, die halten nicht aus. Dürfen wir bei denen. Oh, ein Ruf hier. Ja doch, ich finde Abigail fühlt sich besser an zu spielen. Ja, verstehe, ich muss aber Zutaten sammeln für mein Essen. Ah, okay, und wo kriegst du die her? Die liegen hier in der Gegend rum. Du hebst Essen von der Straße auf. Ja, und ihr esst es. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt, wo ich das weiß. Frag mich, ob ich diese Elite-Zombies auch mit meiner Glocke anlocken kann wieder. Oder ob die nicht drauf reinfallen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen ein bisschen besser voran. Lass mal ein paar Leute hier rüber. Ah, wir haben noch Hälfte Leben, kannst du mich heilen? Ah, jetzt willst du plötzlich wieder das Essen von der Straße, hä? Huh? Ja, gib's mir. Oh, nee, den vergiss, ich hab ja eine Bandage. Ja, mir fehlt halt. Ach, kacke. Ah, das ist der dauernd da in die Luft fliegt. Säcke, die kommen von überall. Ja. Glaubst du's? Oh, da ist ein Pilz.
Du brauchst Heilung? Ja, so ein bisschen. Ich habe Heilung irgendwo hingelegt, aber ich sehe gerade nichts. Du bist eingeschlafen, weil du in diesem Ratenkreis bist. Ja, aber irgendwer hat Heilung bekommen. Ich glaube, der Varg. Das kann sein. Der Varg. Ja. So, das Ratenmonster ist tot. Schade, ich hatte gedacht, ich hätte auch so einen Heilskill. Oh, fuck, bin fast tot. Ja, wenn ich noch einen Pilz bekomme, wie der, der da drüben liegt, dann kann ich dich nochmal heilen. Aber hier drüben ist gerade der Executioner. Oh, ja. Warte. Geh mal von den Leuten weg. Oh, danke. Danke. Es ist immerhin Heilung, ja. Ja, viel geheilt hat's nicht. Ja, was soll ich machen? Ich finde nicht genug Zutaten. Oh, meine Ulti ist ready. Meine Ulti gleich mal einsetzen, hab ich mal. Ja. Oh, Bandage, hier. Nehm ich. Halte ich mich mal kurz. So, bin wieder voll. Ach, eine Bandage heilt immer voll. Das ist voll wie das Meer. Boah, ich kann das Kamehameha. Sehr gut. Du hast gesehen. Ja, ich kann theoretisch jetzt meinen R auch machen. Oh Gott, ich höre. Hinter uns! Ja. Ah, hier auch, ja. Bei mir vorne. Nee. Nicht so ein kleiner. Ach, es ist wieder der Dicke. Ja, warte mal. Hinter dir. Oh. Okay. Wo ist er denn? Ah, da vorne. So, das ist ein Heilfeld. Oh, sehr gut. Oh, fuck. Fuck, ich schlafe. Ich glaube, er wird müde. Oder sich langweilt, weil wir keine Gegner für ihn sind. Au, oh, okay, jetzt habe ich leider auch kleine körperliche Probleme. Oh. Kleine körperliche Probleme. Nein, du bist nicht dick. Kommst du da drauf? Oh, fuck, bin tot. Ja, deswegen wollte ich kurz ein Stück zurückgehen. Ja. Während er unseren Kollegen frisst, ja, belebe ich den anderen wieder. Nein! Geh weg! Ich komme, Simo! Danke, danke. Oh, ich lebe. Nein, ich lebe doch nicht. Aber du hast mein Death Counter resettet. Das ist schön. Wir Rettet sehen uns. Moment, warte mal. Sag doch immer nur so. Komm zurück! Ja, ich bin jetzt auch tot. Ich hatte gehofft, ich kann Pilze sammeln, um mich zu heilen. Ja, nee. Irgendwie nicht so. Wir kriegen immer nur XP dafür, dass wir die Safe Zone verlassen haben. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht für den Anfang erstmal auf normal gehen. Ja, warte, ich mach einen neuen Raum auf. Gut, wir sind vielleicht nicht so gut, wie ich das dachte. Nee, ja, das Spiel ist aber auch recht schwer. So, also wieder Marktplatz oder Farm? Hallo? Farm? Okay. Ich nehme wieder die Abigail. So, erstmal muss ich die wieder einladen. Dich eingeladen. Alles klar. Ich joine, falls ich das schon kann, wenn ich drücke erstmal Leave. Hm? Bevor das irgendwie Probleme gibt. Man weiß ja nie, es ist ja schließlich noch eine Beta. Ja. Wir wollten irgendwann dieses Frühjahr releasen, glaube ich. Ah, okay. Sicher bin ich mir da. Aber... Wird wahrscheinlich eine Closed Beta geben, dann eine Open Beta. Mhm. Und wenn dann alles läuft, dann wird's rauskommen. Ich glaube, die Open Beta wird wahrscheinlich auch Early Access mäßig sein. Dann kann jeder halt wenig. Weil ich glaube, das wird free to play. Aber ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Deswegen sagen wir mal, ich bin zu 85% sicher, dass es free to play wird. Ja, also Leute, wenn ihr noch mitspielen wollt, ihr wisst Bescheid. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wie man gesehen hat. Ich glaube, uns kann keiner mehr helfen. Nee, das sowieso nicht. Aber vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen, kitzeln, dann sterben wir lachen. Ich bin aber sehr kitzlig und ich möchte nicht gekitzelt werden. Aber willst du nicht lachen sterben? Ich meine, sterben wirst du so oder so, dann doch lieber lachen, oder? Oh.
Jetzt hat der NPC dieses Ding. Egal. Wo ist die Tür? Hier unten. Ah, da. Okay. Ab geht's! Ins Getümmel! Warte mal, ich lock die mal ein bisschen hier so. Ah, geht da hin, Leute. Ich weiß gar nicht, ob die Level auch verschieden schwer sind. Also, unabhängig nochmal vom Schwierigkeitsgrad. Weiß ich nicht. Ja, bis jetzt wirkt es auf mich nicht so schlimm. Nö, ja gut, wir haben auch normal gemacht. Jetzt, ja. Also von daher. Wir gucken da mal, wie es dann ist, wenn der Dicke wiederkommt. Ne? Ja, der ist ja immer unser Hauptproblem. Ja, wie kann ich es aufheben? Also. Wofür benutzen wir das denn? Hier scheint es weiterzugehen. Oder ist das eigentlich nur irgendwas? So, da. Das. Mir na. Oh ne, geht's nicht weiter. Hier wo ich bin. Ah. Hier ja, unten gibt's auch noch Wege. Oh, da sind Bandagen. Ja, ja. Ich glaube, wir können überall mal gucken. Hier gibt's immer wieder so noch ein paar Unruhestifter. Ja, bei mir, also ich habe jetzt Bandagen. Kamehameha! Ist das ein geschützter Begriff? Ich glaube ja. Aber so hieß doch auch der König von Dingens. 1 bis 4 von Hawaii. Echt? Ja. Die ersten vier Könige, oder zumindest vier Könige hießen Kamehameha. Oh, okay, dann. Von Kamehameha der Erste bis Kamehameha der Vierte. Das klingt so komisch, wenn man das so sagt, aber wenn man es nicht als Name kennt, dann ist also. Oh. Na, der Dicke verliert, glaube ich, schon schneller Leben. Ja, ich glaube auch. Ich bin dezent verwirrt. Wieso? Ich war verwirrt. Achso, ich dachte, du verstehst etwas. Nein, ich war einfach nur verwirrt. Du bist gleich tot. Ja. Der Koch hat ein Heilfeld gemacht und du bist rausgerannt. Oh, ja, das ist bei mir so die Standardeinstellung, fast tot zu sein. Ah ja, den packen wir. Warte mal, ich benutze mal meine Bandagen. Wir haben hier unten noch so ein Heilding. Ja. So, er ist hin. Da geht er da oben. Und er schreit und fällt um. Ich glaube, er hatte Schmerzen. Ich hoffe es zumindest. Ja, rennt weg, ihr Zombies. Aber entkommt mir nicht. Vor allen Dingen du nicht, Brute. War das eine Bitte oder eine Feststellung? Wo seid ihr alle? Ich bin hier unten. Wo bist du? So. Ich will dir helfen. Ich komme mal, warte mal. Oh, er macht schon. Okay, dann komme ich doch nicht. Alle angerannt kommen, die fliegen ins Licht. Im Moment fliegen geht nicht ins Licht, oder? Weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt mal meinen Wild Mode aktiviert. Dann zur Not, wenn du noch Heilung brauchst, ich habe immer noch die Bandage vom Anfang. Kann die auch theoretisch droppen. Nö, ich habe eben gerade meinen Wild Mode aktiviert, aber das hat mein Leben reduziert. Echt? Ja. Oder war das jetzt nur Zufall? Nee, ich hab nicht mehr so viel Maximalleben. Hä? Okay, komisch. Ich hab nur noch einen halben Maximallebensbalken. Oh, stimmt. Ob sich das mit der Zeit wieder regeneriert? Ich weiß es nicht. Ich will's hoffen, sonst hast du am Ende nur noch ein HP Maximalleben. Ja. Wäre auch irgendwie peinlich, ne? Ein bisschen. Oh, da ist wieder so ein Dicker, also so ein kleiner Dicker. Aber dafür habe ich halt erhöhte Stats, ne? Ja, stimmt. Ja, ich auch. Obwohl meine Bewegungsgeschwindigkeit ist reduziert, scheinbar. Wo geht's denn hier noch gar nicht? Okay. Hätten wir das geklärt. Klopp das drauf! Überspringen kann ich schon. Mich wirkt die Glocke so, als würde sie heilen können, aber sie kann es. Dezent enttäuscht. Ah.
gibt's denn hier noch so ein paar Unruhestifter? Wie kommst du denn mit dem Wolf denn so klar? Ja, ist eigentlich ganz cool. Ich benutze das Schild recht wenig. Also weniger, als ich das Gefühl habe, dass ich es tun sollte. Eigentlich solltest du ja tanken, aber ich denke, das ist auch so eine Gewöhnungssache. Ich bin zuversichtlich, dass du eine produktive Rolle für unser Team erstellst. Eines Tages. Kann ich da rüber? Schade. Nee, hier oben. Der Koch weiß, wo es lang geht. Heißt ja nicht umsonst, der Koch kennt den Weg. Richtig. Und Kiste guckt oder so. Ja. Ich könnte wieder meine Rage aktivieren, aber ich habe ein bisschen Angst. Aber dein Maximalleben? Ne, ist immer noch weg. Oh. Sehr mysteriös. Vielleicht wenn du dich mal heilst oder so? Weiß ich nicht. Ich aktiviere einfach mal. Ja, noch weiter kann sie nicht sinken. Yay! Yeah. Ach, vielleicht sind dann die Stats aber auch dauerhaft erhöht? Weiß ich nicht. Maybe not. Ja, aber während das aktiv ist, heile ich halt. Oh shit. Ah, ja gut. Ich werde gerade geheilt, weil ich beinahe verreckt wäre. Ja, bei mir ist jetzt aber auch schon wieder Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Ich glaube, ich benutze mal meine Heilsalbe. Ja, oder hier oben ist noch eine Bandage. Meine Heilsalbe hat mein Maximalleben wieder normalisiert. Ah. Siehst du also. Ach, ist das deine private Heilsalbe? Also, Skill von dir? Nö. Achso, war das was du gefunden hast? Ja. Ah, dann vielleicht, wenn du generell dich mit Gegenstand heilst, dass du dann wieder normal viel Leben kriegst. Interessante Mechanik. Das schränkt aber schön, dass wir beide reinspringen können. Ja, ne? Ich mag die Nonne sehr, die macht Spaß. Die ist einfach so reinspringen und draufkloppen. Ja, wie Nonnen halt so sind, ne? Ja, man kennt's ja nicht anders. Das Zimmer der Kinder reinspringen und draufkloppen. Wer mal in einer katholischen Schule war, der kennt das nicht anders. Ja, also, muss ja so, ne? Ist was drin? Bandagen. Ja. Ich bin gerade nicht angeschlagen. Ah, du denkst, ja, man kann sie ja mitnehmen. Ups. Was? Ich habe außerdem fast geschlagen und es ist explodiert. Aber ich habe nicht gebrannt. Aber du hast ja Bandagen dabei, ne? Ja. Zombies! Oh. Was hast du gefunden? Oh. Was? Keine Ahnung, irgendwas. Heilsalben! Heilsalben! Oh, ich kann nur eine Sache mitnehmen. Was ist denn besser, die Salbe oder die Bandage? Warte, ich nutze die Bandage. Und man hat mir die Salbe geklaut. Okay. Dann halt nicht. NPCs. So, was haben wir? Okay, das sieht. Was ist das? Ein. Oh oh. Ha? Was denn? Feinde. Böse? Oh. Das ist, glaube ich, so ein Roller für Heu, dass du diese Heuballen machen kannst. Ein Rollator? So ähnlich. Bloß statt für alte Menschen für Heu. Zombies are coming. 0 von 3. Hayballs recovered. Ah, wir müssen die Heuballen befreien. Müssen wir das hier beschützen oder was müssen wir hier? Nee, wir müssen den Heuballen. Sollen wir uns aufteilen oder? Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Hier komme ich nicht durch. Ich bin hier gerade mit Rose unterwegs. Ich bin gerade bei Rudolph. Ah. Rednose. Guck. Also Rudolph, so Rednose, guck. Ah, fuck, ich bin am Sterben. Rose, hilf mir! Ich hasse dich, Bro. Ah, ich bin tot. Oh, ich bin wieder blöd. Ah, jetzt ist mein Maximalleben auch reduziert, weil ich tot war. Oh, okay. Ja. Ah, dann war ich vielleicht einfach tot. Oh, ja, passiert öfters mal, dass man stirbt und das gar nicht mitkriegt, ne? Ja. Weil jetzt habe ich auch meine Ulti eingesetzt und habe mein Maximalleben, glaube ich, nicht verloren. Also ich habe einen Heuball. Ich habe auch einen. Also ich habe hier einen, aber ich muss mich gerade durch eine ganze Menge Zombies schnetzeln. Soll ich dir helfen kommen? Es ist nur noch einer, ich habe ihn jetzt. So, einen habe ich geladen. Warum bin ich so verkackt langsam? Ich könnte Hilfe brauchen, weil die greifen mich von hinten an. Ja, ich bin gerade in so einem Gute-Nacht-Feld. Ah, okay. Bis wohin muss ich denn bringen? Hier, wo wir sind.
ne, da laden, genau. Ah, ich helfe dir mal mit den Zombies. Ja. Ja, der Halbe ist ein bisschen groß geworden. Oh, halt. Ist ja so. Du solltest da vielleicht rausgehen. Ja, bin ich schon. Das ist man ja mal so langsam. Oh, da sind zwei von denen. Von wen? Von den großen, kleinen, großen. Soll ich dir helfen? Ja. Vor allem, weil ich eingeschlafen bin und tot. Vor allem das Tod ist das Wichtige daran. Dankeschön. Er belebt dich wieder, ich schilde. So langsam komme ich mit der Rolle klar. Ich habe gar kein Maximalleben mehr. Guck mal auf mein Leben. Ja. Soll ich dir die Bandage geben? Wäre nett, ja, wenn du die nicht brauchst. Nein, ich bin fit. Okay, dann kann ich mich mal kurz heilen. Hat nichts gebracht, mein Maximalleben ist immer noch so kurz. Scheiße. Du brauchst eine Heilsalbe. Shit, ich habe keine. Ich bräuchte hier drüben Hilfe. Oh, ich komme. Warum bin ich so lahm? Ah, jetzt. Oh Gott, hast du wenig Maximalleben. Sag ich doch. Weil ich ein paar Mal gestorben bin. Vielleicht ein paar Mal zu oft. Ja, Kinder, was lernen wir daraus? Nicht so oft sterben. Ja. Weil das ja so eine Eigenschaft ist, die Kinder in sich tragen. Oft zu sterben, ne? Ja. Wenn ich in der Nähe bin? Ja, natürlich. Erleiden sie spontane Tode. Okay, ich hab das Ding. Also rechnet der nichts aushält. Ja, aber dann könnt ihr ja, die was aushalten, mich beschützen, ne? Bin dabei. Vor den bösen, bösen Zombies. Lass mich vorgehen. Ja. Ich versuche mich hier einfach mal so vorbeizuschleichen. Entschuldigen Sie, Mr. Zombie, dankeschön. So, laden. Okay, abgeladen. Run to the monastery. Oh. Okay. Ah, der Heuball hat das Tor aufgesprengt. Oh. Nice. Bin unterwegs. Die halbtote Nonne ist da. Jetzt ist alles gut. Oh, wir drehen mal wieder ein bisschen durch. Das ist gut. Könnte ich eigentlich auch machen. Durchdrehen. Ja. Ah, fuck, ich bin gleich tot. Zu viele Zombies. Oh, Kamehameha, komm schon. Haben wir ja geklärt, ist nicht geschützt. Ah, oh, fuck, ich bin gleich tot. Aber ich glaube, die anderen beiden sind auch tot. Echt? Ja, da hinten liegen sie. Sind aber auch gerade ein bisschen viele. Oh, ich bin tot. Der Executioner hat mich. Das ist schlecht. Ah ne, Rudolf lebt noch. Der ist da irgendwie zwischen all den Zombies. Kommt nicht vorwärts. Ja, super. Aber er kriegt auch keinen Schaden. Er sich echt immer wieder heilt. Also. Ja, wir werden gucken, wie das läuft. Ich frag mich, warum der auch nicht angreift. Aber wahrscheinlich ist er gerade so drauf, dass er zu Hilfe kommen will. Ja, ich nehme es. Aber wahrscheinlich, wenn der letzte gestorben ist, wird er kämpfen. Jeden Augenblick, jetzt! Oh, Rudolf ist tot. Verdammt! Aber hey, wir haben es weiter geschafft. Guck mal, wie ja, viel wir haben es echt weit geschafft. Ja, 738 EP bekommen. Das ist eine Menge. Ich habe jetzt 776 XP gesamt. Ich habe jetzt 738 EP. Ja, Leute, das ist das Angezockt davon gewesen. Ja. Würde uns und die Entwickler freuen, wenn ihr uns ein nettes Kommentar da lasst. Den Entwicklern würde es, glaube ich, mehr bringen, wenn ihr ihnen ein nettes Kommentar da lasst. Aber lasst uns doch einfach beiden ein nettes Kommentar da. Ja, und mir auch. Ich meine, mir bringt das absolut gar nichts, aber ich würde mich freuen. Ich packe deinen Link in die Beschreibung. Yay! Da ist kein Video oben, oder? Nope. Kommt man auf den Community-Tab? Weiß ich nicht. Wenn ja, ja, ich sag einfach mal ja. Wenn ja, dann lasst Zero da auch ein nettes Kommentar da. Schreibt uns, was ihr von dem Spiel haltet. Überlegt oder ihr es vielleicht auch zu spielen? Dieses Video, Hashtag WeLoveZero. Könnt ihr auch machen. Ja, und, das ist die Wahrheit. Und ich wir sehen uns dann einfach, wenn es wieder heißt Angezockt oder eben ein anderes Projekt auf diesem Kanal. Aha, aha. Bis dann, tschüss. Tschüss.